Willkommen zurück zu Far Cry 6. Ich bin euer Fürobu. Ja, ich dachte, wir sterben gerade, aber gut, sind wir zum Glück nicht. Da sind wir schon Medikamente und so. Keine Ahnung, wie viel davon brauchen wir, und deswegen sammle ich einfach mal, was geht. Da sehe ich einen Hubschrauber, und da wir das Flakgeschütz gemacht hatten. Ja, haben wir nicht gemacht, ne? Scheiße, haben wir nicht gemacht. Wir sind außerhalb seiner Reichweite. Das nehme ich mit. Ja, gehen wir einfach mal hier mit dem Helikopter vor. Dann, zack. So. Hoppala. Okay. Und einfach lang. Upsi. Wir gönnen uns einfach mal hier. Ziemlich schnell. Okay, das Fahrzeug fährt, darf ich es scannen oder wie? Bist du noch? Ja, ich kann dich ja eh reparieren, stimmt ja. Supremo-Kleber, yay, yeah. Wir brauchen einfach dieses Plastik die ganze Zeit mehr. Das ist immer ganz gut. So. Zack, zack. So. Mal komm, stimmen. Und ziemlich schnell. Unidentifizierter Pilot. Dies ist eine Flugverbotszone. Landen Sie sofort. Was? Ein Segen. Danke, Oko. Schön. Oh, was passiert denn da? Braves Kätzchen. Oh. Angelkasten. Oh, ihr könnt ja auch alles Mögliche herstellen, okay. Uff, okay. Jeden Köder hast du dann schon, oder? Machen wir das einfach mal. So. Ich muss mal ihm da helfen. Okay. Dann kriege ich meine. Das ist der Offizier. Ernsthaft? Ich die Waffe weg, los. Okay. Wieso trifft der nicht? Okay. Komm. Gemeinheit. Geile Aufspieß-Primo-Waffe hat sich gerade als Schrott entpuppt. Hast du was für mich? Du! Ja, du! Ja, erzähl mal. Was hast du für mich? Im Fort Esperanza halten Castillos Männer. Ernsthaft? Oh, muss ich das echt komplett anhören? Im Fort Esperanza halten Castillos Männer ein Ja, okay. Was tun? Gracias. So. Cool. So, die Kiste. Der blind? Ah. Genau, ein bisschen blind. So. Okay, darf ich meine Waffe jetzt so wechseln oder nicht? Wechsel eine Werkbank. Ah, darf ich sogar so wechseln? Cool. Ja, die fand ich ja eher bescheiden, wenn man Schrott und
Hat hier so eine extreme kurze Reichweite. Heute steht da gar nichts, ne? Fliegen weiter. Ja, so viel zum Fliegen weiter. Dann nehmen wir einfach mal den Bogen, würde ich sagen. Oh, da könnte ich auch noch Mods für ausrüsten. Den Bogen. Aber wenn das wirklich der Far Cry Bogen ist, dann finde ich ihn richtig cool. Also, im Verhältnis her. So, hätten wir, ja. Bei Esperanza, da können wir jemanden befreien. Gehen wir erstmal hier hin, würde ich sagen. Deswegen, ach ja. Wir müssen ein Pferd rufen. Und ein neues Pferd freigeschaltet, scheinbar. Warum auch immer. So ein braves Pferd. Weiß nicht warum. Aber dann gehen wir ein bisschen, jobben mal ein bisschen hier. Was für dein Geld. So, einfach mal durch. Ups. Ja, er steckt fest mit dem Pferd, toll. Falsche Jarana. Wahrscheinlich kommt da sowas wie, ja, es sind Amerikaner, die uns das nicht gönnen oder so. Ist das eine Waffenkiste? Darf ich den nicht aufmachen, die Luke hier? Aber nicht. Ja. So, hallo. Wie habe ich das gemacht? Ja, manchmal kamen einfach Sachen durch die Wand anscheinend markieren. Jetzt muss ich wieder hier rumlaufen und gucken, wie ich hier reinkomme, oder was? Spiel, du kannst echt mal einfügen, dass es irgendwie Wände gibt. Also Wände mit Löchern. Ich glaube nicht, dass die ihre Sachen hier so gut pflegen, ne? Will der Top von mir. Und los! So viel zu meiner Katze macht. So, du sollst da bleiben. Gute Scheiße. Ich sehe dich, Scharfschütze. Nee. Kannst nicht sehen, weil er tot ist. So. Was sagst du jetzt, Mädchen, ne? Ist nix, okay. Und hier haben wir einen Hinweis oder was? Klingt, als würde das Militär etwas Gutes in Bunker 2 verstecken. Hä? Okay. Warum fahren hier so viele Autos lang? Komm her! Nein, du sollst nicht herkommen! Ich hab gesagt, dass da jemand herkommen soll. Ja, wahrscheinlich. Dale, Mädchen. Mich hoch. Wo hat uns das?
Mörder. Nur ein Tier. Was denn hier machen, ja? Wo kommen die jetzt alle her? Wo wissen wir das jetzt, dass ich hier bin? Ja? Warum sind die jetzt so, wie sie sind? Muss ich nicht verstehen, oder? Waren Jarana, ja. Auf jeden Fall muss ich das jeder fragen. Okay, verbrennt hier ein Bücher los. Was zum Lesen, okay. Bitte werden Bunker 2 gelagert, wenn ich den Strom unterbreche. Was stehen da folgen? Warum geht ihr mir so hart auf den Sack, Leute? So. Bleibt nicht viel Zeit. Ja, die Tür ist aber. So. So, muss ich einfach die. Hey, wie soll das denn gehen? Das wüsste ich jetzt gerne. Da muss ich da irgendwie was abknallen oder so drin. Falsch nutzen sollen. Ups. Hast du gewollt? Wo führt die hin? Warum nimmst du nicht die Leiter? Sonst willst du auch mal die Leiter nehmen, ne? Hm, ich kann einen Balken. Beim Balken, sag ich. Balken. So. Für den Scheiß finden sich Käufer? Okay. Sieh mal an. Sie verstecken unsere wahre Geschichte. Oh, recyceltes Glas. Das kann, glaube ich, gebrauchen. Nochmal so ein. Schlüsselkarte, okay. Achso, die brauche ich hierfür. Nettes Büro. Okay. Schanter. Schweißmarkt, Zutritt, Besitztümer, Verwendung Ressourcen.
Wenn ich reingehen soll, soll ich einen roten Knopf zu meinen Füßen. Scheiße. Sowas will ich auch. Können wir hier schön das? Warum sie das verstecken wollten. Jetzt gehört es mir. Neues Scharfschützengewehr, okay. Medizin nehmen wir mit. Okay. Gut, gut, gut. Haben wir das geschafft. Eieiei, so. Soll ich noch die Basis erobern oder was? Naja. No? Wildschweine. Wollen wir mal Material brauchen. Frage ist jetzt eher, wie komme ich jetzt wieder hier raus? Wie komme ich hier raus? Oh, warte, ich habe eine Idee. Noch irgendwo unseren Gitter gesehen gehabt. Aber wo war das? Vielleicht wieder ganz am Ende. An dieses Gitter. Hier irgendwo? Nee. Und ein Gemälde vielleicht? Nicht. Das hier, aber wie kriege ich das? So, komm hier raus. Sehr schön. Dann kann man auch die Tür aufmachen. Beilo, so gut. Was ist? Innen zu uns rufen. Neusch. Ich Aggression habe auf die. So. So. Zack. Nachgeladen, ist nachgeladen. Gut. Bist du denn? So, ich muss ihn bitten. Und sollten. Ja, den. Kontrollpunkt, okay. Warum kommen jetzt so viele LKWs hier lang? Warum? Hallo? Ich brauche es dringender. Scheiße, was? Los! Jetzt scannen? Also ich hab's schon gescannt. Ja, es muss echt leer stehen, das Auto. Sonst. Natürlich kommen die Leute jetzt von da hier rüber, oder was? Eieieiei.
Okay. Mist. Kontrollpunkt. Oui, oui, oui. Enfin, je m'en fous, mais c'est avec ça, non? Ich komme die jetzt her. Tü-tü-tü-tü-tü. So. Mal her, das Zeug. Und jetzt auf dem Panzer? Eieiei. Ein scheiß Schlüssel aufgehoben. Nicht. Eieieiei. Ein Bock auf den Panzer. Jetzt hätte ich gerne, obwohl, habe ich doch eigentlich, genau, EMP. Nochmal einen Millimeter weiter. Was ein Plisch. Wow. So viel dazu, dass das funktioniert. Eieiei. Aua. Genau, verpiss dich einfach, Panzer. Keiner mag dich. Eieiei. Come on.
So. Alter Schwede, was ist hier passiert? Was haben wir noch das? Oh ne, die Tafel hier. Die Tafel ist wahrscheinlich schon kaputt, hat er kaputt gemacht. Oh, ich könnte den. Ich klappt das hier. Ich nehme den Granatwerfer. Endlich, ah, ein Panzerlachs, echt. Ui. Okay, dann kann, hätte ich diesen Kontrollpunkt auch gar nicht leise einnehmen können. Wenn solche Aufgaben kommen wie, ja, zerstören Panzer oder sowas. Geht ja gar nicht. Eieieiei. So, jetzt geht's uns wieder gut. Infos für mich? Du kannst dir einen Panzer schnappen und ein paar Soldaten töten, wenn du dir die zweite Panzerdivision der FND vorknüpfst. Ja, zwei fliegen mit einer Klappe. Danke dir. Ja, würde ich auf jeden Fall machen, weil ich brauch's. Hey, ist die abgerichtet? Nee. Den haben wir schon, oder? Ja. So, da kriegen wir das zweite Militärbataillon da. Wo ist Baranza? Kann man gerade schnell Reisepunkt nehmen, ne? Ja. Ich hier in Castillos Vorgarten direkt ein bisschen Dreck machen. Wir gehen erstmal hier, würde ich sagen. Nehmen wir uns trotzdem das Fahrzeug damit. Ach komm, schon mal ist alles wieder hier aufgeräumt. Hm. Noch angeblich 90 fast. Was sagt? So. Draußen ist jemand. Ich weiß es. Ein Scharfschütze hält Wache. Jetzt hält er keine Wache mehr. Wieder echt bad von mir, ne? So. Und ab, Mädchen! Hup. Noch ein bisschen Munition geben, ne? Wenn man das hier einfach mal sammeln würde für mich, ja. Nein, ich will es eigentlich gar nicht. Ja, ja, komm. Genug gekuschelt. Was lesen und da können wir noch was. Warum kommen da jetzt die ganze Zeit neue Gegner? Dale. Unser Video ist ein modernes.
Ein Medikament schütte nicht hin! Geiseln. Das war knapp, glaube ich. Oh, da wäre fast drauf gegangen. Hey du! Gracias, mia! Neue Probleme. Sowas jetzt schon. Komm wieder. Wollen wir die Scheiße einfach mal ausschalten, ne? Jetzt sieht er im Kopf nicht mehr aus. So. Ein neues Gewehr. Sehr schön. Jetzt ist plötzlich alles wieder voll hier. Da, schon wieder. Auf den darfst du nicht erreichen. So. Junge. So, da noch was. Weggepackt, na, egal. So, also der Bogen jetzt auch nicht effektiv. Den auch noch aus. Die Waffe denn hier. Windschalldämpfer. Und nach einer Waffe werden alle Waffen nachgeladen. Du hältst eine zusätzliche Superimmunladung, wenn du Gegner mit keinem Kopfschuss tötest. Mehr Details. Diese Waffe gefährt, ne, so ein Geschmack, bla bla, Schwarzmarkt. Jetzt kann ich schon auf. Aber sieht nicht aus, oder? Hat die jetzt einen Schalldämpfer? Da steht Explosionsschaden an. Wollen wir einfach mal testen jetzt, ne? Ja, eindeutig nicht. Ja, die Waffe ist kacke. Ist also nicht für mich gemacht. So. Nehmen wir mal die. Sogar. Links im Muster. Wer ist jetzt sogar? Ein Schalldämpfer drauf. So. Naja, du. Ich muss bei ihm mal nachgucken. Also. Option. Audio. Radio Lautstärke. Kann ich das Radio nicht einfach ausschalten? Das vielleicht. Also ich will eh nix. So, dann regeln wir einfach mal das Radio extrem viel runter. So. Angenehmer. Junge. Wird hier voll weggebumst von den Leuten. Dü. Irgendwann muss hier irgendwo rein, oder? Voilà. So, da will ich rein. Dann nehme ich mir das Auto und fahre für den Zaunplatz. Oder nicht? Würde ich das jetzt machen? So. Tür ist offen.
Hans. So. Maschinenpistole, okay. Ja gut, und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.